Vor 100 Jahren hier in der Kreuzkirche Zürich spielte das erste Kammerorchester der Schweiz sein erstes Konzert unter der Leitung von Alexander Scheichert. Das Kammerorchester I Tempi feiert dieses Jubiläum in den nächsten Konzerten Blüten der Romantik. Für diesen speziellen Anlass treffen wir die Enkelin des Gründers, Irene Forster. Der Alexander Scheichert war mit Leib und Seele Musiker, Dirigent und Pädagoge. Er hat mit grossem Herzblut sein Orchester geleitet. Und er hat sich ein Leben ohne Musik nicht vorstellen können. Er war ein offener und sehr humorvoller Mensch. Auf dem Formular der Fremdenpolizei hat er 1917 unter Zivilstand Musiker angegeben. Im Programm erwarten Sie neben der berühmten Streicherserenade von Tschaikowski auch Entdeckungen aus der Schweiz. Zwei Werke vom Basler Komponisten Rudolf Moser, die Spielmusik für Streicher und das Oboenkonzert. Als Solist spielt Marc Lachat. In diesem Oboenkonzert kann man Rudolf Mosers Liebe und Leidenschaft zur Schweizer Natur hören. Ich freue mich, diese romantische Rarität mit dem Kammerorchester I Tempi im Konzert präsentieren zu dürfen. Entdecken Sie und feiern Sie mit uns die Blüten der Romantik.